Och, da hinten ist dieses fiese Gebäuer. Da sind wieder diese gruseligen Dinger in diesem Ding. Mhm. Die aussehen wie wir, aber nicht wir sind. Dort haben wir das letzte Mal gerastet. Ich weiß nicht, ob es wirklich gefährlich ist darin. Außer ein paar komische Erscheinungen, von denen ihr berichtet habt, ist da nicht viel mehr passiert. Vielleicht irgendwelche Geister, die da drum irren, aber wir könnten uns dort wieder. Wir könnten dort wieder unterkommen. Ja, und Bauer Rogel soll mal seine Kräfte benutzen und die Geister beruhigen. Mhm. Der kann das. Was für Kräfte? Na, er ist ein Schamanerich. Mhm. Aber Bauer Rogel ist doch nicht mit. Wie soll er das von weiter entfernt machen? Ja, Schamanerische können das doch. Genau. Er kann Dinge in den Boden tun und dann wachsen Sachen draus. Hat er gesagt. Nennt sich Einpflanzen. Was? Groggel, der weiß auch was über Schamanerei. Oh. Bist du auch ein Schamanerich? Als ihr den Weg zum Bausenberg, zum Raufenberg nach oben tretet, könnt ihr sehen, dass mittlerweile eine große Kordel vor dem Eingang hängt. Und einige Wippelchen, die im Wind wehen und die dran gebunden sind. Was ist das denn? Hängt da ein Schild dran? Wimpel, also wohl heraldische Symbole. Oh, guck mal, ein Band mit bunten Dingern. Sollen wir das mitnehmen? Ja, das will ich an meinen Rock schneidern. Würde ich die erkennen? Ja, entweder Heraldik oder ihr könnt ableiten, ohne Erschwernis mit Magiekunde. Dann würde ich mal auf Heraldik werfen. Mhm. Also Kasim kann auf alle Fälle erkennen, dass es wohl eine Magierakademie ist, die jetzt gerade hier vor Ort ist und die Wimpel bzw. halt die Kordel davor gehängt hat. Aber gibt's zumindest eine Erschwernis für weltfremdstädtisches Leben oder Feudalsystem Lehnsherrschaft? Nö, würde ich dir erstmal nicht geben. Okay. Ja, Zidon kennt diese Symbole, auch wenn sie von weit her kommen, aus einem anderen Kulturkreis. Der Magier, die Magierin, kommt aus Gareth und Kasim kann das verifizieren auf Schwerter. Speil und Stab. Das hier ist abgesperrt von Weißmagiern. Was sind das? Zauberer. Was genau soll das heißen, abgesperrt? Wen hält das auf? Und Ronga setzt da mal einen Fuß rüber. Die Frage ist, was machen Gareta so weit im Osten? Was meinst du, Groggel? Was sind Zauberer? Weiß ich nicht. Ich glaube, das sind so welche, die mit bunten Bällen hin und her werfen. Also ganz viel. Kasim ist auch ein Zauberer. Er müsste das doch wissen. Hat er auch Bälle? Ja, ich habe einen großen Ball mal gesehen, was er hergezaubert hat. Ena, wer ist da unten? Hallo! Sidon Kowaljak vom Widderorden. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Mein Name ist Perjin. Wer seid ihr denn? Ja, ihr könnt hören, wie wohl jemand die Treppe runter stürzt. Und dann tritt eine Weißmagierin mit einem Stück Kreide aus der Hand aus der Ruine. Komplett in weiße Robe gekleidet. Den Stab hat sie wohl gerade nicht dabei. Guckt euch mit einer Mischung aus Verärgerung und Neugier an. Mein Name ist Adepta Minor Gunmin von Zweifelsfels zu Kaltenmoor. Von der Schwert- und Stabakademie zu Gareth. Und ihr betretet unbefugt diese Ruine. Gesundheit! Darf ich noch zum Gruße? Wir haben diese Ruine doch noch gar nicht betreten. Wir stehen davor. Also wirklich. Nun, er hat hier die Absperrung übertreten. Was schafft ihr denn mit Goblins? Oh, hallo. Es wurde eine so aufgetragen. Jetzt sind sie gerettet. Jetzt haben sie auch mal jemanden, der von was Ahnung hat. Ja, bist du unsere Anführerin? Also nicht meine, aber von denen. Wir sind hier in diplomatischer Kasim heißt so, oder? Mission unterwegs, um mit
Goblins einen Friedensvertrag zu schließen. Aber nicht in dieser Ruine. Nein. Spukt es. Nein, aber wir sind auf dem Weg woanders hin und diese Ruine befindet sich da auf dem Weg. Das ja. wissen wir, dass es hier spukt. Wir hatten schon eine Begegnung mit den Geistern hier. Ach, ja. Das ist doch nur ein kleines Mädchen. Die ist doch nicht schlimm. Genau. Adeptus, wie könnt ihr es zulassen, dass diese Kreaturen und dieses Begleitvolk für euch spricht? Ich guck mich mal verwirrt um, was sie mit Kreaturen meint. Adeptus! Ich verstehe nicht, warum ihr sie als Kreaturen bezeichnet. Warum sprechen sie für euch? Seid ihr nicht der Anführer dieser Gruppe? Na, er ist doch keine Frau. Nein, ich bin tatsächlich nicht der Anführer dieser Gruppe. Also genau genommen ist Goggelmoggel die Anführerin, weil es die einzige Frau. Sie bekommt so eine kleine Wutader auf ihrer Stirn. Herr Ritter, seid ihr also der Anführer? Nein, er ist ein Mann. Er kann kein Anführer sein. Der Einfachkeit halber sage ich jetzt einfach mal ja. Dann muss ich euch, das ja hier zum Potte kommen. Ich muss euch und eure Gruppe darauf hinweisen, dass es in diesen Ruinen spukt. Der Bausenberg ist nicht sicher für euch. Wie Sie gerade gehört haben, hat die Hälfte von denen hier schon längst darin geschlafen. Also, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Nun. Hier geschlafen. Viel zu spät wurde ich verständigt. Und jetzt schläft eine Gruppe von Abenteurern hier herum. Glaubt ihr etwa, ihr seid Isarun persönlich, oder was? Wer? Eine andere Magierin von ihrer Schule. Darf ich den Wimpel da haben? Der ist schön. Bitte was? Darf ich den Wimpel da haben? Der ist schön. Nein! Warum nicht? Du kannst die Kreide haben, hier. Ich gebe dir auch Kreide. Ein Hühnchen dafür. Oh, ja, guck mal, ich habe Kreide. Oh, Kreide. Oh, was ist das? Ich weiß nicht. Kann man das ich leg essen? Das mal an. Sie holt aus ihrer Brusttasche noch zwei weitere Kreidestücke und gibt sie dann auch ebenso weiter. Goggelmoggel, jetzt hast du es angelegt. Nein, sie will aber auch eins davon haben. Na gut, du kannst das hier haben. Dann lecke ich das auch an. Also, Rittersmann, sorgt bitte dafür, dass eure Kreaturen, eure Gruppe, eure Helden nicht in dieser Burgruine nächtigen, soweit wir uns nicht um diese Angelegenheit gekümmert haben. Ich würde mal an den Himmel gucken und wie viele Stunden vom Tag haben wir da noch, um weiterzuzählen? Der halbe Tag ist wohl vorbei. Ihr könntet noch weiterziehen. Aber wissen wir denn, dass noch irgendwas kommt abseits der Höhle? Ich meine, das ist ja das nächste dann auf dem Ziel. Also laut der Karte würfel mal eine Geografieprobe. Oh, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Das ist zu viel verlangt. Können dann natürlich die anderen auch würfeln. Ihr habt zumindest. Ich bin ganz gut da drin. Also Goggelmoggel und Goggel haben natürlich noch nie Karten gesehen, aber die wissen natürlich ganz grob durch ihre Spähmission, wie weit das noch sein könnte. Ja. Gerade der Kreienforst. Was ist das für ein Blatt Papier mit Zeichen drauf? Das ist bestimmt so was Magisches. Oh, magisch. Was nochmal magisch? Ich würde die Goblins einfach mal auf Goblinisch ansprechen und fragen, ob... Kennt ihr in der Gegend noch einen Unterschlupf, den wir in einem halben Tagesmarsch erreichen können? Oh, guck mal, der kann unsere Sprache, der ist klug. Der spricht unsere Krokel. Oh, hat der einen süßen Akzent. Ja, Unterschlupf. Groggel, antworte ihm doch mal. Ja, natürlich gibt es hier einen Unterschlupf. Und wenn nicht, dann finde ich einen. Wollt ihr Unterschlupf? Also, Adepter, ich denke, wir können weiterziehen, ohne euch Probleme zu bereiten. Und wir finden woanders einen Ort, um zu nächtigen. Aber ich bedanke mich dafür, dass sie sich um das Problem dieser Ruine annehmen. Ich denke, ich kann für alle sprechen, wenn wir sagen, dass wir diesem Problem einfach aus dem Weg gehen für heute Nacht. Viel Erfolg. Goggelmoggel, geben wir ihr noch einen Huhn, damit sie nicht Hunger leiden muss? Naja, sie sieht ein bisschen dünn aus. Wir wollen mal nicht so sein. Genau. Hier, Abdeptra, hier ist ein Hühnchen von Ziblins Goblinrotte. Ein Geschenk. Wir bedanken uns im Namen der von Zweifelsquetz zu Kalten Moor und wünschen euch noch eine gute Weiterreise. Euch und dem Ritter, dem Magier, auf eurer diplomatischen Mission, auf das sie gelingen möge.
Ja, und wenn du die Wimpel nicht mehr brauchst, dann gib sie uns, dann machen wir daraus Kleidung. Kleidung? Ja, natürlich. Die heiligen Symbole. Wenn Saldor Foslarin davon erführe. Wer? Der große Saldor Foslarin. So, und jetzt raus aus dieser Ruine. Ja, ja. Wir waren noch gar nicht richtig drin. Beruhigen Sie sich. Lasst uns weiterziehen. Das Rondra und Herr Sinde mit euch. Rondra mit Ihnen. Hey, guck mal, die reden von deinem Schwein. Okay. Ach, das muss ich Iserun erzählen. Ich würde mal Sidon vielleicht anstoßen. Sidon? Ja? Ihr könnt mit den Goblins reden? Oder was habt ihr da gerade von euch gegeben? Ich habe mich mit meinem Schuster in Festum angefreundet. Das war der Beste in der ganzen Stadt, war ein Goblin und ein bisschen habe ich wohl aufgeschnappt. Ein Goblin in einer Stadt? Boah, das muss aber ein ganz schlauer Goblin gewesen sein. Wie gesagt, die Goblins in Festum sind etwas zivilisierter. Was ist das, Vivisitita? Ja. Ein bisschen mehr wie Menschen. Also besser glatt angepasst. Und denen ist immer kalt? Nein, sind genauso haarig wie ihr, keine Sorge. Oh, das ist ja gut. Sie finden sich unter Menschen besser zurecht. Aber wir sind Menschperten, hat man uns gesagt. Deswegen haben wir auch immer den Kontakt zu Menschen. Wir haben sogar das Wort Kontakt gelernt. Ja. Mit den Goblins in Festum könnt ihr beide aber leider nicht mithalten. Oder wisst ihr, wie man solche Stiefel anfertigt? Und dann präsentiere ich die Stiefel, die ich trage, die wirklich von feinster Qualität sind. Der Goggelmoggel kann sowas bestimmt. Ich beuge mich mal runter und schnüffel an dem Stiefel. Dann beiß ich da mal rein. Hör auf! Also, meine Zahnabdrücke sieht man da aber schon. Verdammt, wisst ihr, wie viel ich dafür gezahlt habe? Nee. Nee. Ging aber nicht ganz durch, weil so gut ist goblinisches Handwerk. Ja, aber Stiefel sind eh unnütz, weil dann fühlt man ja gar nicht den Boden unter seinen Füßen. Das ist die Idee von Stiefeln. Aber das gibt doch nichts Schöneres, als wenn der Matsch zwischen den Zehen hervorquillt. Und dann quietscht es immer so. Jetzt reden die gar nicht mehr. Komm, wir gehen weiter. Ich weiß auch nicht, was ich zu sowas sagen soll. Aber musst du mal probieren. Zieh mal die Stiefel aus und lauf mal durch Matsch. Das ist voll witzig. Ich glaube, ich erspare mir dieses Erlebnis. Es hat tatsächlich etwas, das zu tun. Ihr könnt der Handelsstraße folgen und kommt nach einigen Metern, du würdest sagen 200 Schritte oder so, kommt ihr an eine Kreuzung der Handelsstraße mit einem Wegstein. In die eine Richtung geht es wohl in Richtung Rappenstein, Rappenflur und in die andere nach Wutzenwald, nach Hunwald oder Obstein-Tiefwald. Alternativ, die Hügel vor euch haben wohl einen kleinen Wald, durch den man ebenso gehen könnte. Was ist der kürzeste Weg? Beziehungsweise ich schnüffel mal, wo es am ehesten nach Müffeldrachen müffelt. Ja, du kannst gerne eine Sinnschärfe machen. Hattest du eine Geografie gewürfelt? Nee, hast ich habe keine Geografie. Ne? Ja, würfel mal eine Fährtensuche. Ich glaube, Fährtensuche würde ich nehmen. Waldkundig mit dazu? Waldkundig mit dazu, ja. Das ist jetzt keine Fährte, die du aktiv finden kannst. Eher sowas wie eine Theorieprobe durch das Hörensagen der anderen Ziplima. Gar nicht so viel. Aber du würdest sagen, Goblins können sich sowieso immer und überall bewegen. Also egal, ob durch den Wald oder durch die Straße, durch die Hügel, das ist denen egal. Aber die Aufklärungsberichte vom Kreienforst, da wo die Drachen dann wohl sitzen oder eben mittlerweile weitergezogen sind, du könntest tatsächlich einfach geradeaus über die Hügel gehen. Dahinter soll es wohl eine Burg geben, dahinter dann wieder Wald, dann wieder Hügel und viel Wald und dann die Minen. Da, wo es dann vor allem auch nach heißem Metall riecht. Also, wenn wir zu den Minen wollen, gehen wir geradeaus. Also ich meine, ihr seht die Karte, hier ist die Silbermine, wo ihr hin wollt.
Das wisst ihr eben auch von den Karten. Grobe Orientierung, ihr könntet jetzt halt geradeaus gehen, ihr könntet der Straße folgen, das ist jetzt euch überlassen, wie ihr gehen wollt, aber das ist euer Ziel. Ihr seid doch hier. Der Tatsache, dass ich mein Pferd nicht überanstrengen möchte, wäre ich dafür, dass wir der Straße folgen. Ja, aber durch den Wald ist viel schneller. Und da sind leckere Sachen drin. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob durch den Wald so viel schneller wäre. Ich habe nicht das Bedürfnis, mein Pferd zwangszuschlachten, nur weil es sich den Knöchel bricht. Dann hättest du aber ein schlechtes Reittier gewählt. Warum hast du kein Schwein? Ah, wir können... Ich weiß nicht, ob der Wald schneller ist, aber wir sind da zumindest mehr gedeckt, als es doch Speer hier in der Nähe gibt. Du kannst dein Pferd schon an den Zügeln führen durch den Wald. Das wird auf einer nicht allzu langen Strecke schon klappen. Ich verlasse mich auf dein Wort. Falls es zu einem Unglück kommt, darfst du mir das neue Ross zahlen. So haben wir aber was zum Essen dann. Yum, yum, yum. Oh, Pferd ist lecker. Wir hätten noch was von dem Feld da mitnehmen sollen, aber das hat schon alles ein bisschen arg gemüffelt. Aber wir haben noch das heißt, Spinne. Oh, wir haben noch Spinne. Wollt ihr Spinne essen? Das heißt, ja, wir gehen durch gerne. Den Wald. Ich würde gerne etwas Spinne essen. Na, dann machen wir das doch. Von mir aus können wir durch den Wald gehen. Genau, und zum Abendessen essen wir Spinne. Oder zwischendurch. Dann lasst durch den Wald gehen. Schwieriger kann das Terrain ja nicht sein als in den Wahlbergen. Wir haben sowieso nicht mehr allzu lang, noch ein paar Stunden, die wir laufen können. Dann müssen wir schon ein Lager suchen. Sonst laufen wir in absoluter Dunkelheit. Ach ja, stimmt, ihr Menschen, das könnt ihr in Dunkelheit nicht gucken. Das ist tragisch. Das ist den meisten von uns nicht gegeben, in der Tat. Dann braucht ihr Goblin-Augen. Aber nicht klauen von uns. Ich wollte gerade fragen, ob ich deine haben kann. Nein, das sind meine. Hat die große Mutter Sau mir geschenkt. Auch wenn Goggle-Moggles besser sind als meine. Aber dafür kann ich gut hören. Ich höre immer, wenn Regenwürmer Liebe machen. Kasim geht einfach mal los. Ich schließe mich Kasim an. Ich steige von meinem Pferd an, nehme es bei den Zügeln und nutze meinen Speer als so ein bisschen als Wanderstab. Ich gehe neben Goggle-Moggle her und betrachte mir ihren Streitwagen. Ja, gefällt dir mein Streitwagen? Den habe ich selber gebaut. Ja, der ist sehr schön. Aber mit der Holzarbeit bin ich nicht ganz zufrieden. Ich glaube, ich würde das besser hinbekommen. Echt? Ja. Wo ist denn dein Streitwagen? Ich habe keinen Streitwagen. Ja, siehst du, die hat einen Streitwagen, du nicht. Also ist ihrer besser als deiner. Ja, da können wir ja gar nicht vergleichen. Weil da würde ich drauf einschlagen, dass und wetten. Ich würde ein Huhn wetten, dass ich besser bin. Ah, ich habe leider keinen Huhn zum Wetten. Das tut mir aber leid. Oh. Da musst du Rogel fragen, der weiß, wo man aber, die... Was sagt der immer? Kaufen? Mhm. Ah, aber ich glaube, ein bisschen an deinem Streitwagen könnte ich vielleicht verbessern. Dass es nicht mehr so komisch aussieht, sondern schöner vielleicht. Er hat gesagt, dein Streitwagen ist hässlich. Aber mein, das ist der schönste Streitwagen diesseits der schwarzen Sichel. Genau, der schönste vom ganzen Stamm. Das hat der Häuptling auch gesagt. Ja, das stimmt. Das ist ein gemeiner Mensch. Während ihr euch in die Wälder geschlagen habt mit eurem Streitwagen, ihr seid wohl grob noch eine Stunde im Wald unterwegs, da kann Goggle-Moggle etwas mit ihrer Nase im Wind vernehmen. Zwerge und Kohle. Was hast du gerochen? Zwerge. Was? Zwerge. Ich stink aber auch 100.000 Meter gegen den Wind.
Die haben das mit dem Holz gemacht, von was das ganz schwarz wird und büffelt. Sie brennen Kohle. Ja. Kohle. Und wisst ihr auch, wo die sind? Ja, wir sollten sie umgehen, dann klauen, sonst klauen die uns alles. Mhm. Zwerge klauen immer. Genau, und dann sagen sie, die Goblins waren's. Das ist eine dreiste Lüge. Sie mögen euch Goblins also nicht? Ich weiß gar nicht wieso. Wir sind so nett. Genau, wir mögen. Wir haben Ork-Freunde und Troll-Freunde und Ogre-Freunde. Und Menschling-Freunde. Genau, weil Rogel ist unser bestester Menschling-Freund. Ja. Ich denke nicht, dass haben wir auch. Berge hier in der Nähe uns feindlich gesinnt sind. Wenn jemand was über die Mine, wo wir hinwollen, weiß, dann Zwerge, oder? Ja, aber ihr habt doch gesagt, da gibt's keine Zwerge. Also sollten wir einen großen Bogen machen, weil Zwerge sind doof. Wir wissen nicht, ob es da Zwerge gibt. Fragen könnte nicht schaden. Wir könnten auch einfach weitergehen und wenn Zwerge kommen, dann versteckt ihr beiden euch und wir Menschen reden dann mit denen. Mit denen kann man nicht reden, die sind immer gemein. Ja, was wenn die euch auf den Kopf hauen oder so? So naiv wie ihr seid. Genau, und ihr habt keinen Eisenhut. Ich glaube, ich kann mich ganz gut selbst verteidigen, aber danke für das Bedauern. Während ihr in weitergegangen seid, könnt ihr erkennen, wie vor euch sich der Wald lichtet und es dort ein Köhlerlager gibt, wo es rausraucht. Und mittlerweile können auch alle anderen den Gestank von Holzkohle in der Luft vernehmen. Wenn ihr herantretet an die Lichtung, immer noch im Wald, so ein bisschen euch umschaut, könnt ihr erkennen, wie dort wohl einige Hügel nach oben starren, mit Holztüren darin und einigen Blumen, die angepflanzt worden sind. Und in der, es ist keine Mittagssonne da, es ist ungefähr ein paar Stunden Sonnenlicht habt ihr wohl noch, es regnet ununterbrochen. Trotzdem sitzen draußen in so einem kleinen Unterstand, also ein richtiges Zelt ist das nicht. Ihr würdet sagen, 10 Zwerge, die dort schlafen und neben sich große Ladung von Essen haben. Guck mal, Goggelmoggel, die haben Essen. Es riecht so gut. Komm, wir stellen die Schweine hier ab und schleichen uns ran. Ja, lass uns mal gucken, was die zu essen haben. Haltet ein, ihr beklaut jetzt nicht die Zwerge. Vielleicht können wir da ja auch einfach was verhandeln und vielleicht müssen wir heute Nacht nicht einmal im Regen schlafen, wenn wir uns schlau anstellen. Aber wir wollten doch gar nicht klauen, wir wollten nur ausleihen und gucken, ob das lecker ist. Mhm. Ja, nee, das bezeichnet man in der zivilisierten Welt als klauen. Nein, das machen nur Zwerge. Schon wieder diese Zivilisierung. Das machen Menschen auch, okay? Ja, Goblins machen sowas nicht. Nie nicht. Also ich würde euch bitten, dass ihr da jetzt nicht hinschleicht. Ich werde sie fragen, ob ich euch was kaufen kann, okay? Oh, das was Rogel auch immer mit den Hühnern macht. Ist das was Tolles? Oh, das ist super praktisch, da braucht man nicht klauen. Kaufen ist wie tauschen. Na, dann verstehen die Zwerge das ja nicht, die klauen ja immer nur. Ich glaube, Zwerge verstehen das gut. Na komm, Gorgel, wir gucken uns das mal an, wie die Menschlinge das mit den Zwergen machen. Aber wenn sie eins auf die Mütze kriegen, dann helfen wir denen nicht, sondern lachen nur und sagen, haha, ihr wart doof. Ja, selbst wenn ihr herantretet, könnt ihr wohl sehen, die haben keine Wachen aufgestellt und schnarchen da laut in ihren Sitzen, die ja wohl recht gemütlich sind. Wohl mehrere Krümel von Brot oder Käse in ihrem Bart, auch wenn die Bärte sehr kurz sind. Und euch fällt auf, allesamt, dass die Zwerge wohl nicht so sehr in Eisen gekleidet sind, sondern nur die Holzfällerkleidung oder die Köhlerkleidung tragen. Und sonst auch keine Waffen dabei haben, außer einigen Dolchen an der Seite. Na guck mal, das sind keine von diesen Eisenkleider-Zwergen. Was sind das denn für welche? Ich würde mal einfach mit meinem Speer gegen den Pfosten dieses Überdaches klopfen und etwas lauter Rondra zum Gruße sagen. Oh, hallo. Angrosch zum Gruße. Garoshem, meine Angroschlinge.
Garrosche, ich bin der Torsche Hartgruß, das ist Dabrasch. Ey, Buri, wach auf! Bubu, aufwachen! Das ist Xobasch und das ist Auro. Wir haben Besuch, hallo! Sidon Kowaljew, habe die Ehre. Oh, wir, ihr habt Goblins dabei. Ungewöhnlich. Eine Sorge, die haben wir im Griff, so gut es geht. Ja, wie können wir euch helfen? Wir bräuchten eine Unterkunft für die Nacht. So. Hier? Ich weiß nicht, wir sind hier bei Dornach. Einfach die Straße runter. Weiß ich nicht, halbe Stunde durch den Wald, dann seid ihr bei Dornach. Aber ich weiß nicht, ob das mit den Goblins so gut ist. Wir kriegen schon irgendwas raus. Also eine Stunde noch in die Richtung? Ja. Ja. Wollt ihr einen Wegkäse mitnehmen? Zu einem Geschenk kann ich doch nicht Nein sagen. Der Weg ist immer besser mit einem Wegkäse. Ich nehme dankend an. Ich muss noch kurz einen holen. Moment. Damit steht sie auf, geht wohl in eine Richtung der Hügel, macht da die Tür auf und kommt nach ungefähr 5 Minuten, kommt sie da wieder nach draußen, hat wohl ein bisschen mehr Käse im Bart als eigentlich üblich. Hat sie überhaupt einen Bart? Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob das ein wilder Flaum ist. Zwerginnen und Bärte, das Klischee gibt es immer noch, aber eigentlich haben sie gar keine. Vielleicht ist das irgendwas anderes. Zumindest viel Käse um den Mundwinkel herum und einen großen für euch, den sie euch einfach so schenkt. Die machen wir selber. Ach, ja, Baronie Rosenbusch, wo kommt die denn jetzt her? Von da und wir wollen nach da. Ja, okay. Wollt ihr Holz kaufen? Von Hallingen. Wollt ihr Holz kaufen oder Holzkohle, Zwergenkohle? Ich fürchte, wir haben gerade nicht die Möglichkeiten, das zu transportieren, aber vielen Dank für das Angebot. Falls wir welche brauchen sollten, wende ich mich an euch. Nein, wir haben uns an euch gewandt. Ihr seid ja offensichtlich keine Bergleute, wie die meisten eures Volkes, aber wisst ihr was über die Silbermine hier in der Nähe? Also Baronie Rosenbusch gibt kein Silber. Doch, gibt's schon, aber nicht hier auf der anderen Seite. Das ist ein Kreienforst. Also wir machen hier vor allem Holzkohle. Ihr könnt aber auch Schiefer kaufen und Quarzsand und Blutstein und Elektrum und Holzkohle und Tusche. Habt ihr auch 1-2 Fackeln, die man kaufen kann? Ja, die können wir euch sicherlich auch geben. Aber die könnt ihr sicherlich auch auf dem Markt kaufen. Aber gut, wenn ihr Goblins dabei habt, ist das, glaube ich, nicht so gut. Die Oleana von Bregelsaum hat gesagt, das ist nicht so. Goblins in letzter Zeit sind, nicht so gut gerne gesehen. Ja, aber Ziblim hat doch einen Stillstand mit Waffenkampf und sowas mit den Menschen. Die von Ziblim? Da weiß ich aber nichts von. Ich habe immer nur gehört, dass... Die Rachenreiterin, die kam hier vorbei und da waren wohl auch Goblins dabei. Nicht viele, aber ein paar. Boah, ja, sind sie gefangen. Das stimmt. Oh. Wenn die entführt hat, dann müssen wir die befreien. Ich weiß ja nicht viel von, dann müssen wir ja nochmal mit Oleana sprechen. Das ist die Baronin. Dann müssen wir mit ihr reden. Baron, das scheint es öfter zu geben bei den Menschlingen. Das was Wichtiges? Nee, Bauer Rogel hat doch gesagt, die gehen mit so einem Baron rum. Oh, dann ist das was Wichtiges und wir müssen ganz viel tröten. Ja gut, dann tröten wir dir mal was vor. Wo finden wir diese Frau Baronin? Hat ihr doch gesagt, Dornach. Die Straße runter, das ist die Hauptstadt, Dornach. Und da wohnt in der Baronsburg Dornstein die Oleana von Bregelsaum. Die Baronin vom Rosenbusch. Gut, danke.